Millionen Leute sind jedes Jahr hierher in Europa-Park auf Rust. Und 1 Million davon kommt aus der Schweiz. Das ist somit eines der beliebtesten Ausflugsziele überhaupt für die Schweizerinnen und Schweizer. Und das in Deutschland. Guten Abend und recht herzlich willkommen in der Welt des Temporausch. Viele Leute haben hier eigentlich nur eins im Sinn, nämlich so schnell wie möglich, von 0 auf 100. Und das kommen Sie über, beispielsweise hier bei der Blue Fire, einer der spektakulärsten Achterbahnen von Europa. Ich bin alles andere als ein Achterbahnfan. Mir fürchte es nur schon, wenn ich zuschaue. Und da bin ich sicher nicht der Einzige. Trotzdem wogen allein hier bis zu 20'000 Leute täglich den Höllenritt. Aber warum eigentlich? Was steckt hinter dieser Lust an der Angst? Wir suchen heute Antworten. Abenteuerbeschleunigung. Was passiert, wenn der Mensch mit der Fliehkraft experimentiert und dabei an Grenzen geht? Man erstaunt immer wieder in dem Sinn, was auch der Körper wirklich effektiv aushalten kann. Extreme Bauchgefühle. Wieso wir Temporausch mal als pures Vergnügen, mal als kleinen Albtraum erleben. Wenn die Realität nicht mehr genügt, wie Ingenieure und Informatiker auf der Achterbahn neue Emotionen schaffen. Heute ist ja nicht viel los und gleich wartet man 30 Minuten für eine Fahrt auf der Blue Fire. Also der Reiz muss riesig sein. Was ist der Reiz an so einer Fahrt? Beschleunigung einfach. Wo einfach Kräfte auf den Körper wirken. Ja, wenn man da fährt, ein Looping und dann gibt es hier ganz viele kleine Loopings, das ist echt krass, aber geht. Geschwindigkeiten, der Looping, einfach ist alles mega cool. Also Beschleunigung heisst, mit einer Beschleunigung von 3,8 G hat man es dort zu tun. Das heisst, man wird fast mit dem Vierfachen vom eigenen Körpergewicht in den Sitz hineingedrückt. Und dazu kommen die Geschwindigkeiten von um die 100 km pro Stunde. Macht süchtig? Ja, also die Wirkung lässt ein klein nach, aber es ist gleich geil, auf Bernisch gesagt. Ist das jetzt die erste Fahrt auf dieser Bahn? Nein, heute schon die dritte. Die dritte schon? Ah, dann erübrigt sich die Frage, ob es süchtig macht. Ja, es macht ein bisschen süchtig, ja. Das Suchtpotenzial kann man wahrscheinlich nur überprüfen, wenn man selber einmal drauf geht. Darum gibt es noch eins. Jetzt muss ich auf die Bahn, wenigstens ohne anstehen. Begleitet tut mich der Chef persönlich. Der Michael Mack gehört zur zweiten Generation der Europa-Park-Gründer und ist Geschäftsführer. Muss ich dann selber was machen? Ja, aber nein. Ja, ich kann mal schauen, wenn du mich aber. Es kann noch nichts passieren. Ah, danke. Ja, jetzt mal schauen, ob das jetzt. Jawohl. Gut. So, und hier wird auch noch mal der Puls gemessen. Aber 92, das geht ja noch, oder? Ja, das ist. Nervös? Ja, sehr. Sehr nervös. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir dann über 30 Metern. Jetzt geht's runter. Jetzt haben wir 3,8 G in der Beschleunigung. Bevor wir in den Looping gehen, fast schwerelos sind, hier gehen wir jetzt auf 3,5 G. Bevor wir dann auf 0,7 G abheben, die Kräfte. Hier habe ich den Heiratsantrag meiner Frau gemacht. Was für ein Heiratsantrag? Jetzt geht's dann weiter. Ich muss wieder raus. So, und jetzt geht's nochmal in eine Überkopf. Und hier haben wir jetzt gleich nochmal abhebende Kräfte. Juhu! So, und jetzt geht's gleich in die Hardline Roll. Da sind wir fast schwerelos, also im Mittelpunkt unserer Achse. So, und jetzt haben wir schon geschafft. Jetzt gehen wir in die Schlussbremse. Und das war's dann. War doch nicht schlimm, oder? Wissen Sie was? Was sie da machen, ist organisiert zerbrechen. Oh, ist das schlimm. Aber hat doch Spaß gemacht, oder? Nein. Nein? Nein. Ich würde es gerne sagen, aber sagt, nein, es ist. Oh. Also zwischendurch mal, aber dann. Also beim Drehen ist irgendwie. Uiuiui. Ui, ui. Und sie sind immer noch. Nein, sie haben einen Puls von 60. Ja. Er hat einen Puls von 60. So. Wollen wir nochmal fahren, oder? Nein. Gut.
wir haben etwa 3,8 G im Maximum. Richtig. Ist das also schon so Grenze, wo es noch angenehm ist? Also für mich nicht, aber Grenze, wo es noch angenehm ist? Also entscheidend ist ja immer die Dauer der Belastung. Wenn die Dauer nicht über 2 Sekunden geht, können wir auch noch höher gehen, auf 4,5, 5 G. Aber die Zeit der Belastung ist immer entscheidend. Ja. Also alles, was über 2-3 Sekunden, dann wird es kritisch. Aber es waren ja nur ein paar Sekündle, wo wir die Kraft hatten. Hier geht es nicht nur um ein paar Sekündle. Hier geht es richtig an die Grenzen. In der Humanzentrifuge der deutschen Bundeswehr trainieren auch Schweizer Kampfpiloten. Denn beim Fliegen im Jet entscheidet der richtige Umgang mit hohen Beschleunigungen über Leben und Tod. Man kann nicht einfach in einen Jet hineinsitzen und nachher Hopterbäse machen. Das geht nicht. Da muss sich der Körper über längere Zeit anpassen, dass er auch die G-Expositionen aushalten kann. Für Einstein will Flugmediziner Denis Brohn solche G-Expositionen am eigenen Leib spüren. Für ihn eine Premiere. Selber bin ich schon ein paar Mal mitgeflogen. Ich kenne die G-Expositionen, aber das hier in diesem Umfeld, nein. Kann es Ihnen auch schlecht werden? Das ist durchaus möglich, das sehen wir dann. Es ist nicht das Ziel, bewusstlos zu werden, bitte, ja, sondern das Ziel ist, rechtzeitig abzubrechen, damit man entsprechend handlungsfähig bleibt. Ne? Ready to go? Go. Here we go. Zentrifuge setzt sich in Bewegung. Ein Vorfahre Bruns quasi. Der amerikanische Flugmediziner John Paul Stapp. Mit riskanten Selbstversuchen auf einem Raketenschlitten war Stapp vor mehr als 60 Jahren Pionier der Beschleunigungsforschung. Bei den brutalen Bremsmanövern mutete er seinem Körper bis zu 46 G zu. Stapp bewies, dass der Mensch solche Kräfte überleben kann. Wenn auch, wie in seinem Fall, mit leichten Blessuren. Lohnende Schmerzen für die Wissenschaft. Seine Datenbank findet bis heute Anwendung. Zum Beispiel auch Schleudersitzberechnungen machen. Tue ich auf sättige Grundwerte, auf sättige Tabellen, gehe ich zurückgreifen. Das heisst, er hat uns Grundlagen weitervermittelt, wo wir sagen können, bis dahin kann ich gehen, da habe ich Versuche gemacht, da, bis dahin ist es safe. Dank Stapps Selbstversuchen entwickelte man später Schleudersitze und Sicherheitsgurte. Leben retten, das war seine Motivation. Für Brohn sind solche Experimente heute aber nicht mehr vorstellbar. Sie sind einerseits nicht notwendig, weil wir die Daten schon haben. Aber heutzutage auch aus ethischen, humanitären Gründen, das ist ganz schwierig. In der modernen Zentrifuge wirkt die Kraft der Beschleunigung viel länger als damals. Und sie macht alles schwerer. 2G. Nicht schlecht. Ja, doppelt das Körpergewicht. Man kann jetzt mal die Arme versuchen, ein bisschen zu heben. Schon schwerer, ne? Irgendwas Schwindelartiges? Nein. Hier oben sieht noch alles gut aus. Unten das Empfinden ist auch weiterhin gut. Kein irgendwie Gefühl in den Händen oder irgendetwas dieser Art, was Kribbeln angeht. Nein, einfach nur schwere Arme. Okay, kann man nochmal heben. Genau, dreifaches Körpergewicht. Man staunt immer wieder in dem Sinn, was auch der Körper wirklich effektiv aushalten kann. Das ist immer wieder auch eine Überraschung. Formel 1 Rennen 2007 in Kanada. Der Pole Robert Kubica hebt ab. Ein Horrorcrash. Über 70 G wirken kurzzeitig auf den durchtrainierten Fahrer. Das sind sehr hohe Gs, vor allem auch sehr im kurzen Bereich drin, wo der Körper auch aushalten muss. Und das sind vor allem dann auch die Beschleunigungen, die sehr unkoordiniert in dem Sinn vonstatten gehen. Und die sind problematisch. Kubicas Verletzungen, ein verstauchter Knöchel und eine leichte Gehirnerschütterung. Abbremsen und Gas geben. Die wechselnden Gs sorgen vorerst für Spaß. Oh, und 1,4 G. Das ist wie Achterbahn fahren, oder? Ja, Europa-Park. Genau. Das stürzt ein bisschen schneller. Und die Kräfte pressen das Blut in die Beine. Nicht übertreiben, aber es ist auch gut. Sieht alles gut aus von hier oben. Brohn erreicht seine persönliche G-Toleranz und stoppt den Versuch. Okay. Okay, alles gut. Tipptopp. Das waren 3,78 G. Super.
Tönt nach wenig, ist aber wegen der Dauerbelastung ziemlich anstrengend. Und die Zentrifuge steht. Alles gut, alles klar? Tipptopp. Tür geht auf, ne? Gut, schon vorbei. Und schlecht ist ihm auch nicht geworden. Jetzt sitze ich auf der Wodan. Das ist zwar eine moderne Achterbahn, aber im nostalgischen Holzlook. Also genau der richtige Ort, um sich einmal zu fragen, woher denn eigentlich der Drang vom Mensch kommt, sich den Temporausch zu holen. Angefangen hat alles vor etwa 400 Jahren zu Russland. Damals hat man riesige Holzrampen gebaut, Schnee und Eis drauf tun und ist dann runtergerutscht. Russische Berge wurden die Konstruktionen genannt. Die ersten entstanden in der Region um das heutige St. Petersburg. Erstmals wurde mit der Angst der Menschen oder zumindest mit dem mulmigen Gefühl im Magen Geld verdient. Den Kick konnte man sich im 19. Jahrhundert auch in Frankreich holen. Nun auf Schlitten mit Rädern. Unverändert blieb der Name. Russische Berge nannte man auch hier die Vergnügungsstätten. Und so heißen sie bis heute. Montagne Russe ist der französische Begriff für Achterbahn, genauso wie sie im Spanischen Montaña Rusa und auf Portugiesisch Montanha Russa heißen. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, den USA, war das Vergnügen zu Beginn ziemlich begrenzt. Ende des 19. Jahrhunderts war das Publikum noch mit diesem einfachen Bähnchen zu begeistern. Änderte sich mit dem Aufkommen der großen Freizeitparks gründlich. Jetzt ging's nicht steil, nicht schnell und nicht angsteinflößend genug. Und oft war es fast so gefährlich, wie es aussah. Heute sieht's zwar viel gefährlicher aus, aber das gesundheitliche Risiko hält sich in Grenzen. Unter diesen Bedingungen ist fast alles möglich. Und es wird auch fast alles ausprobiert. Und zwar hier. Zwei Welten, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Zwei Geräuschkulissen, die absolut nichts gemein haben. Aber an dieser Adresse im beschaulichen Süden Münchens arbeiten die Designer der Gefühlsausbrüche und Adrenalinschübe der Parkbesucher in Rust. Man könnte sie beinahe übersehen, wenn man sie sucht. Die weltweit wichtigste Schmiede von Achterbahnen. Aus dem Ingenieurbüro Stengel stammen die Pläne für fast die Hälfte aller Rollercoaster weltweit. Wie Trophäen hängen sie an der Wand. Die Bilder von Expedition G-Force, El Toro oder Top Thrill Dragster. Verrückte, spektakuläre Bahnen, geplant und gezeichnet in absolut ruhiger Umgebung. In jedem Büro arbeitet hochkonzentriert ein Ingenieur. Es ist mucksmäuschenstill. Schon die Atmosphäre hier würde unserem Moderator jeden Anflug von Angst sofort nehmen. Achterbahnen sind absolut sicher, sagen denn auch die, die es wissen müssen, die Ingenieure, welche den Nervenkitzel designen. Die Autofahrt zum Freizeitpark ist deutlich unsicherer als die tatsächliche Fahrt auf der Achterbahn selbst. Michael Klose zitiert damit den Mann, der das Achterbahnfahren revolutioniert hat. Werner Stengel hat das Münchner Ingenieurbüro vor 50 Jahren gegründet, weil es ihm schon damals gleich ging, wie es heute Millionen von Menschen geht. Achterbahnfahren ist ein Erlebnisreiz, es ist eine Mutprobe und der Mensch erlebt Dinge in einer Achterbahn, die er im täglichen Leben nicht erlebt. Und das macht die Sache so spannend. Manchmal ist das tägliche Leben langweilig. Die Achterbahnfahrt ist nicht langweilig, aber man weiß eins, auch wenn man Angst hat, im Bahnhof werde ich schon sicher ankommen und kann aussteigen und es war ein Erlebnisreiz. In Werner Stengels Ingenieurbüro sind in 5 Jahrzehnten fast 700 Achterbahnen gezeichnet und berechnet worden. Aus dem operativen Geschäft hat sich der Firmengründer vor einigen Jahren zurückgezogen. Rund 12 Ingenieure arbeiten heute im Büro Stengel, stets mit dem Ziel, den Menschen möglichst viel Nervenkitzel zu bieten. Aber sie gehen mit ihren Plänen nicht immer und überall an die Grenzen des Möglichen. Die Vielfalt macht den Reiz. Es gibt eben Bahnen, die fahren relativ langsam, werden aber durch visuelle Effekte und Thematisierung und Musik derart in Szene gesetzt, dass es dafür gar nicht
enorme Höhen und Geschwindigkeiten braucht. Andere wiederum leben von einem spontanen Abschuss aus dem Stand raus, der einem eben dieses Beschleunigungsgefühl aus einem Formel-1-Wagen beschert. Andere wiederum haben einfach dieses ganz langsame Rauffahren auf einen Lifthügel, wo man sozusagen seinem Schicksal minutenlang erstmal entgegensieht. Und all diese verschiedenen Dinge produzieren allesamt Nervenkitzel, sind aber jetzt nicht unbedingt alle zwingend in einer Bahn erforderlich, um die perfekte Bahn zu erreichen. Wenn die Kombination der eingesetzten Technik stimmt, erfüllt sie das wichtigste Kriterium überhaupt. Die Bahn muss auch so interessant sein, dass die Leute sagen, da fährst du noch mal mit. Und wenn sie das nächste Jahr kommen, da musst du hin, da fährst du noch mal. Es gibt ja Geschäfte, wo die Kunden aussteigen, die Passagiere, und dann plötzlich sagen, alter Hut, da musst du gar nicht drauf gehen, da fährst du nicht noch mal und so weiter. Werner Stengel ist es zu verdanken, dass heute überhaupt so verrückte Achterbahnen gebaut werden können. Früher drehte der Zug in jeder Kurve um einen Punkt in der Schienenmitte. Der Kopf der Passagiere war großen Belastungen ausgesetzt. Dann erfand Stengel die sogenannte Herzlinie. Wenn wir die Rotation auf Herzlinienebene durchführen, wird der Zug unten in die eine Seite wegrotiert und der Kopf oben in die andere. Dadurch werden die Kopfbeschleunigungen deutlich reduziert und homogener auf den ganzen Zug aufgeteilt. Um solch bahnbrechende Erfindungen zu machen, braucht es offenbar weder Rummelplatzatmosphäre noch Halligalli-Stimmung. Die wichtigsten Achterbahninnovationen der letzten 50 Jahre sind in der inspirierenden Ruhe eines Münchner Einfamilienhauses entstanden. Auch das ist eine Entwicklung von Werner Stengel, der Looping. Die ersten Versuche mit Looping, die hat es aber schon weit vor dem Werner Stengel gegeben, nur hat man dort den Dreh noch überhaupt nicht draussen gehabt. Und zwar wegen der Form der Schleife. Durch die kreisrunde Bahn ist der menschliche Körper extrem belastet worden. Bis zu 12-fache vom Körpergewicht soll gewirkt haben. Außerdem war der Durchmesser gerade mal 8 Meter. Durch das ist der Kopf der Passagier urplötzlich massiv abbremst und beim Looping-Ausgang nachher wieder beschleunigt worden. Kein Wunder, dass es gleich mal mehr Leute gab, die zugeschaut haben, ob die wenigen Mutigen wieder an einem Stück rauskommen. Und so ist der Looping dann auch schnell wieder verschwunden, bis in den 1970er Jahren der Werner Stengel den Looping fahr- und erlebbar gemacht hat. Er hat ihn in der sogenannten Klotoidenform konstruiert, also wie einen umgekehrten Tropfen. So nimmt der Verlauf der Krümmung linear zu. Das verringert die Körperbelastung enorm. Zudem hat ein grösserer Radius geholfen, Geschwindigkeitsunterschied zwischen Kopf und Füße zu verkleinern. Allein schon der Gedanke daran, dass man hier rundum schiesst, dazu die Schreie der Leute, das langt schon, dass einem das Adrenalin ins Blut schiesst und dass das bekannte und eben doch auch unbekannte Kribbeln im Bauch ausgelöst wird. Hast du gut angezogen? Oh! Ja. Ja. Helm, auch. Ohne. Sie ist schon ziemlich nervös. Katrin Höniger darf, nein, muss als Beifahrerin an einen Berg rennen. Bei diesem Höllenritt möchten wir mehr über dieses Kribbeln im Bauch erfahren. Können wir uns noch tanken, irgendein Abschied? Gut. Das kommt gut. Mit über 200 den Berg hoch. Mal schauen, was da ihr Bauch dazu meint. Doch beginnen wir die Geschichte von vorn. Saint-Ursanne, das pittoreske Städtchen im Jura, erlebt alljährlich im August eine Invasion von schnellen Boliden und mutigen Piloten. Die Gassen füllen sich mit Motorenlärm und Abgasduft. Ein wenig außerhalb des Städtchens beginnen wir mit den Vorbereitungen für unser Experiment. Lukas Ammann von der Firma Sensecore erklärt die Funktionsweise der Messweste. Das muss ich nachher logischerweise auf der Haut tragen, oder? Dass mich misst. Du müsstest einfach direkt auf der Haut. Sobald die Sensoren drauf sind, werden deine Daten aufgenommen. Okay, was denn mir überhaupt? Diese Weste wurde schon in der Formel 1 und der Fußball-Bundesliga eingesetzt. Gemessen werden Herzfrequenz, Atmung, Körpertemperatur und Beschleunigung. Und das Liebling unter der Schuppe. Genau. Er wird Katrin Höniger pilotieren, Albin Mechler, mehrfacher Schweizer Meister. Seit Jahren lässt er seinen Konkurrenten bei den nationalen Bergrennen keine Chance. Für uns montiert er Minikameras in seinem straßentauglichen Rennwagen. Dieser verfügt über 431 PS.
Also da haben wir jetzt dieses EKG-Signal mit der Herzfrequenz. Ist also ganz relaxed im Moment. Die Atmungsfrequenz 12 Atmungs pro Minute im Moment. Ist das normal? Das ist gut, ja. Ist relaxed. Können wir es auch mal schauen. Also mal tief einschnaufen. Ja, und dann verändert sich es da. Noch sind ihre Werte absolut normal. Auch Katrins Blutdruck. Also Puls 64, 116 auf 86. Das ist super. Feuerfeste Schuhe und feuerfeste Kleidung. Langsam beginnt das Kribbeln und die Blase drückt. Das sogenannte Bauchhirn meldet sich bei Katrin Hönniger ein erstes Mal. Was aber genau ist das Bauchhirn? Wie funktioniert es? Fragen an den Darmspezialisten. Der Bauchraum besteht aus Hunderten von Millionen von Nervenzellen. Und das Bauchhirn, wie das auch genannt wird, oder das enterische Nervensystem, das ist sehr leicht beeinflussbar von äußeren Reizen. Und es gibt angenehme Reize, wie zum Beispiel Liebe, dann hat man Schmetterlinge im Bauch. Und es gibt aber auch unangenehme Reize, wie zum Beispiel Prüfungsangst, und dann hat man eben das Kribbeln im Bauch. Woher aber dass es wirklich kommt, das Kribbeln, das weiß man nicht genau. Man stellt sich aber vor, dass es so eine Verbindung hat zwischen Hirn und Bauch und dass es da die zwei verschiedenen Nervensysteme sich gegenseitig beeinflussen. Sie hat aus Angst vor Übelkeit aufs Frühstück verzichtet. Doch die Reaktionen unseres Bauchhirns können wir praktisch nicht beeinflussen. Da unten ist die Tüte, ich brauche die nicht. Gut zu reden nützt nichts. Wenn es kommt, dann kommt's. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon Schiss, nur schon das Dorf durchzumachen. Mir wird es auch mit Schlechtem. Was ist es bei dir für ein Kribbeln? Wie verliebt sein oder wie was? Ja, es geht in die Richtung, wie verliebt sein. Aber nicht irgend schlecht oder unwohl oder so. Ja. Weil dann wäre etwas nicht gut. Katrins vegetatives Nervensystem muss im Moment gerade eine Unmenge an Reizen verarbeiten. Zwei Teile sind dabei vor allem im Einsatz. Der Sympathikus ist mehr so für Flucht und für Kampfreaktionen verantwortlich. Das ist so ein Nervengeflecht, das eigentlich mehr so Richtung Herz zieht. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Parasympathikus. Der Parasympathikus verläuft eigentlich vor allem in einem Nerv, im sogenannten Nervus vagus, so Richtung Bauchhirn. Und ist dann auch dafür verantwortlich, zum Beispiel für Sachen wie Verdauung oder für Stuhlgang. In Stresssituationen konnten Wissenschaftler nun einen erstaunlichen Effekt beobachten. Also wenn der Sympathikus extrem Überhand nimmt, dann kann der Körper quasi mit der Stresssituation sehr schlecht umgehen und er kippt über in den Parasympathikus. Und eine Folge davon könnte zum Beispiel sein, dass man vor Angst in die Hose macht. So weit wird es hoffentlich nicht kommen. Jetzt schauen Sie mich alle so mitleidig an. Nein, die beneiden dich. Ja, das stimmt. Mechlers Bestzeit für die 5 Kilometer lange Strecke liegt unter 2,5 Minuten. Es wird ein kurzes, aber heftiges Abenteuer. Eine von den wichtigen Funktionen des Lachen ist der Stressabbau. Und Katrin ist natürlich jetzt in einer extremen Stresssituation und dementsprechend versucht sie, einen Teil von ihrem Stress abzubauen mit dem hysteroiden Lächeln und Lachen. Die eine lacht, der andere fährt. Und etwas fällt besonders auf. Ah, du, mir fährt das im Buch. Der Puls ist bei der Beifahrerin deutlich tiefer als beim Piloten. Es könnte natürlich sein, dass Katrin vielleicht einen Teil von ihrem Stress abgebaut hat, indem sie eben so gelacht hat. Wohingegen natürlich der Fahrer immer maximal konzentriert muss sein und dementsprechend eigentlich auch gewollt eher in einer höheren Herzfrequenz dann die ganze Fahrt hat müssen über die Bühne bringen. Geht's? Ja, es ist super! Es ist grossartig, ich verstehe dich von jetzt weg. Ui, da schwenkt schon einer. Nein, ist schon vorbei.
Begreifst du das? Ich verstehe dich. Sicher? Ich komme jetzt immer mit. Der deutlich gestiegene Blutdruck verrät die Aufregung. Habe ich jetzt angegurtet lassen, bis... Ja, ich mache nichts. Holy moly! Ich hatte einfach so einen krassen Adrenalinflash und ich konnte nur noch lachen. Ich habe mich nur wegen dir zusammengerissen. Auf mich hättest du nicht mehr schauen. Ja, ich hätte im Fall. Als hätte mir jemand den besten Witz der Welt erzählt. Ich kann nicht mehr können. Sicher? Ja! Und ich dachte, wieso machst du nicht ein bisschen mit? Wieso bist du nicht ein bisschen fröhlich? Das findest du anders statt, das Glücksgefühl. Ja, ja. Also, das hatte ich auch unterwegs, aber. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann nicht das Lenkrad loslassen und aufjubeln. Das ist normal. Jetzt zittere ich noch. Und die Beine fühlen sich auch mega schwabbelig an. Also, am extremsten ist, wie mehr dass der Lauf gelungen ist, in der Regel, wie mehr zittert es. Vieles hätten wir von unserer Moderatorin bei diesem Experiment erwartet. Aber nicht diese Schlussworte. Sie ist so lässig, ich steige gar nie mit uns. Das Kribbeln im Bauch, wir lieben es oder wir hassen es und sind ihm dabei wehrlos ausgeliefert. Wieder zurück im Europapark beim Ausgang von der Blue Fire. Und da geht es vielen Leuten ein bisschen ähnlich wie der Kathrin und mir. Noch ein bisschen wackelige Beine, aber ein Grinsen im Gesicht. Bei mir ist jetzt der Hans-Peter Gubelmann. Herr Gubelmann, Sie sind Sportpsychologe von der ETH Zürich und Sie kennen sich mit Menschen in Extremsituationen aus. Wenn die Leute da rauskommen, das sieht man wirklich ein bisschen an, oder? Ja, unbedingt. Also eben das Lachen und die Erleichterung auch. Und natürlich im Zusammenhang mit einem tollen Erlebnis, das man hatte. Das kommt alles zusammen. Und es ist ein gutes Gefühl, oder? Man hat es durchgestanden und jetzt ebbt aber auch das ab. Was passiert denn genau im Körper in so einem Moment? Im Körper ist es sicher, sind die Hormone, die wirken, die hohe Aktivierung, die noch da war, die aber jetzt aber nachlässt. Man hat vielleicht beim Aussteigen gewackelige Beine gehabt, man war irgendwie ein bisschen shaky. Und jetzt kommt das Zug von Kontrolle und man hat ein tolles Erlebnis. Und es ist einfach auch Spass dabei. Und das ist eine tolle Mischung, die man im Sport erleben kann, aber auch auf so einer Achterbahn. Jetzt interessiert mich aber noch etwas ganz anderes. Für das müssen wir aber noch an einen anderen Ort gehen. Kommen Sie doch bitte mal mit. Die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt geht es dann gerade los. Achtung! Und? Jetzt verwundert es auch nicht mehr, warum man im Nachhinein noch eine Lärmschutzwand einbauen musste. Herr Gubelmann, was mir jetzt immer wieder auffällt, wenn man so die typisch Geräuschkulisse hört bei so einer Achterbahn, man hört fast nur Frauen schreien. Warum? Ja, ich glaube, alle Personen sind, wenn sie dort oben sind, total voller Energie und das hat sich aufgebaut und irgendwie muss die Energie raus. Und Frauen machen das, denke ich, häufig auch über das Schreien, das befreit. Und Männer probieren vielleicht eher die Fassung zu bewahren, kontrollierter zu sein, ja, cool zu bleiben gegen außen. Aber innerlich werden sie wahrscheinlich ganz ähnlich emotional spüren. Wie ist es denn, wenn man sich mal daran gewöhnt hat? Und das haben die Leute hier im Park immer wieder gesagt, es hat ein bisschen Suchtpotenzial. Kann man süchtig werden nach dem Kick? Gut, es gibt das Modell, dass wir alle so einen Persönlichkeitszug haben, also in Richtung Sensation Seeking, also den Nervenkitzel suchen. Und wenn ich die Disposition mitbringe und dann so an Bahnen komme wie da, wo das eigentlich befriedigt wird, ja, dann ist der Kick, der entsteht, halt wirklich so etwas, was ich gerne habe, was ich suche und vielleicht eben wieder möchte erleben. Und der Ausdruck Sucht ist für mich auch zu negativ behaftet, weil das würde ja abhängig machen. Ich glaube nicht, dass es da automatisch ein Abhängigkeitspotenzial muss haben. Aber es macht Freude, das immer wieder zu wiederholen. Man hört es. Ja, offensichtlich. Achterbahnfeeling kann auch künstlich erzeugt werden. Am Institut für Neuropsychologie der Universität Zürich haben Forscher untersucht, was beim reinen Sehen einer Achterbahnfahrt im Gehirn passiert. Auch Bilder einer Fahrt genügen, um einen Hormonschub auszulösen, bei dem Adrenalin eine wichtige Rolle spielt.
Im Gehirn werden diese aufkommenden Gefühle vom Frontalkortex verarbeitet. Je weniger diese Kontrollinstanz eingreift, desto mehr sind die achterbahnschauenden Menschen ihren Gefühlen ausgeliefert und tauchen ein in die virtuelle Welt. Bei den Erwachsenen konnten wir feststellen, dass die Erwachsenen, die das Gefühl hatten, in der Achterbahn drin zu sein, obwohl es eine virtuelle Achterbahn war, dass bei diesen Leuten der Frontalkortex deaktiviert war. Der war gewissermaßen nicht angeschaltet, der war aus. Wenn der Frontalkortex aus ist, sind auch die Erwachsenen überwältigt von den Gefühlen, die angestoßen werden durch diese Achterbahnstimulation, sodass sie sie gar nicht mehr kontrollieren können. Bei Jugendlichen und Kindern praktisch der Normalzustand. Denn der Frontalkortex ist bis etwa zum 18. Lebensjahr nicht vollständig entwickelt. Die aufkommenden Erregungen können deshalb gar nicht kontrolliert werden. Bei Jugendlichen ab 12 Jahren war konstant gewissermaßen der Frontalkortex in dieser Achterbahnsituation deaktiviert. Und so können Kinder eine Sucht entwickeln für eine ständige Übererregung. Sie suchen Übererregung. Also sie können eben Süchte entwickeln. Jugendliche sind deshalb ganz grundsätzlich anfälliger auf Süchte. Das gilt fürs Rauchen, fürs Internet oder eben für Achterbahnen. Ja, die Gefahr, dass ich noch süchtig werde vom Achterbahnfahren, die ist nicht allzu gross. Wobei, vielleicht könnte das ja die nächste Dimension vom Achterbahnfahren ändern. Hier fährt man dann zwar immer noch auf Rust, aber nicht mehr in Rust, sondern virtuell in einer Fantasiewelt, irgendwo im Weltall, in einer Höhle mit Monstern. Und entwickelt hat die Kombination von virtueller mit realer Achterbahnfahrt Thomas Wagner, Professor für virtuelles Design, zusammen mit seinen Studenten. So, da ist die Brille. Einfach aufsetzen, ja. Gerade ausschauen und wohlfühlen. Und die Euromaus ist auch da. Genau, sie winkt mir schon. Ja, wunderbar. Daumen hoch. Und los geht die Fahrt. Großartig. Es ist wirklich verblüffend. Man fährt durch eine Fantasiewelt zusammen mit Trickfilmfiguren und man fühlt mit. Jede Kurve, jede Erschütterung, jede Beschleunigung von der Achterbahn stimmt haargenau mit dem Bild überein. Eine perfekte Illusion. Jetzt dürfen so langsam auch die Schiene verschwinden. Oh! Oh mein Gott, das ist ja looping! Man kann richtig eintauchen. Die virtuelle Welt wird zur Realität. Jetzt weiss ich, wo wir sind. Jetzt kommt langsam die Einfahrt am Schluss. Sicher. Beim Schloss Baldassar. Ha. Gut. Das ist Wahnsinn. Ja, freut mich. Ich bin die Bahn wirklich vorher gefahren und dachte, ja, popelig, wie will man da jetzt was rausholen? Und jetzt mit Brille. Beim Looping habe ich das Gefühl, ich kann sagen, Looping. Also, ja. Ja. Das ist quasi ein Kickbooster. Ja, wir können es höher, schneller, größer machen, intensiver, auch harmloser. Ja. Wir können eine ganz neue Geschichte erzählen. Sie können ja immer noch sich entscheiden, ob Sie mit oder ohne Brille fahren. Das ist ja das Wesentliche. Es ist ja heutzutage so eine kompakte Hardware. Das ist ein Handy, was in dem Gerät sitzt. Mhm. Das setzen Sie auf und sind in der virtuellen Welt. Also wir müssen noch nicht mal viel an der Achterbahn umrüsten. Also ich kann Interaktion einbauen beispielsweise. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf so einer Achterbahn in einer Weltraumschlacht. Ja, Sie können dann... Also dann habe ich irgendwann auch noch Flinten in der Hand und kann noch... Ja, noch nicht mal in der Hand. Einfach über die Blickrichtung der Brille können Sie eine Kanone ausrichten und Asteroiden abschießen, die im Weg sind. Ja. Und vor allem ist es softwareseitig gelöst. Wir können also mit wenig technischem Aufwand ganz viele unterschiedliche Geschichten auf einen derselben Achterbahn erzählen. Gut. Und eine von diesen Geschichten wird jetzt nochmal erleben, in eine andere Welt. Okay. Machen wir nochmal eine Fahrt. Alles klar. Ich muss also sagen, das hat mir jetzt wirklich gefallen. Vor allem wegen dem Looping, wo wir keinen gemacht haben. Das ist also sehr speziell gewesen. Ja, ja. Und für Sie, meine Damen und Herren, geht die Fahrt heute Abend noch weiter bei Eschbacher. Zuerst aber zu den Kollegen von 10 vor 10. Und wir auf in die nächste Welt. Schönen Abend und auf Wiedersehen.